Beim Yielding eines Rhetoric geht es vor allem darum, konstante Spannung bei einem relativ hohen Gewicht zu halten. Je nach Übungsmodifikation kann es auch leichter sein, in diesem Fall ist es auf jeden Fall schwer. Du arbeitest mit beiden Beinen erst einmal in einem Startwinkel in der Schienbeine nahezu waagerecht. Aus dem drückst du dich mit beiden Beinen raus, sodass das Knie leicht gebeugt bleibt. Jetzt löst du ein Bein und führst dich ganz langsam in die Position, bis die Scheiben ganz kurz vor dem Kundentakt sind. In der Position und Druck, die Zehenfußinnenseite, hältst du die Spannung und versuchst sie passiv, aktiv auch leicht wegzuschieben, sodass du vor allem im Gesäß die Hauptspannung merkst. Okay? Das hältst du für 20 bis 30 Sekunden und kannst von da aus entspannt wieder absetzen und gehst dann zum nächsten Übungskomplex.